Einfach einen dicken Giebel, dann geht das. Ja, mit dem Stein davor sieht das auch so, raus so ein bisschen so aus, als hätte es eine Nase. So eine richtige typische Minecraft-Nase. Einfach so einen Block nach unten. Okay, jetzt wird's kritisch hier. Ja, ich sag ja, das wird nichts. Krieg ich damit alles gebaut? Nee! Oh, Brudi, mach nicht ihn. Mach nicht ihn, bitte. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht! Da hängen Jobs dran. Okay. Alles klar, ich glaube, das geht so. Schauen wir uns das mal an. Ja, Zufriedenheit wird eingeleitet. Das mit diesem, mit dem Vordach da rechts ist jetzt nicht hundertprozentig auf Bauabnahme getrimmt. Aber so ist das halt manchmal, wenn einige Leute ihre eigenen Extrawürste haben. Da muss die Nachbarschaft auch mal ein bisschen drunter leiden, weil die Leute eine Terrasse haben wollen. Ist so. Das passiert, Leute. Das ist im echten Leben auch so. Dann müssen wir jetzt auch nicht so eine Parallelgesellschaft hier aufmachen. Wenn etwas wirklich passiert, dann kommt es auch in Minecraft vor. Also, nee, eigentlich nicht. Etwas muss schon... Damit etwas in Minecraft vorkommt, muss es halt auch real sein. Zum Beispiel dieses hässliche Haus da ganz drüben. Das ist auch realer. So real geht's nicht. Aber das ist eigentlich hier ein schönes Starthaus, finde ich. Wenn du jetzt hier so eine gewisse... Wenn du jetzt hier so ein Bett noch hinmachst... Ja, ich brauche mal unbedingt ein bisschen Zeit für Inneneinrichtungen. Das ist ja auch... Das sind viele Ressourcen, die dafür draufgehen. Und auch Ressourcen, die man jetzt nicht alle Tage lang so hat. Da muss man sich schon so ein bisschen für in die Kurve legen. Ja. Zack. Ich finde, das sieht gut aus. Jetzt machen wir mal die Straße hier weiter. Nee. Das hat jetzt nicht geklappt. Aber wir wissen ja alle, wo wir hin wollten eigentlich. Und ich habe schon wieder Nase zu, ne? Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Kaum mache ich Minecraft an. Oh ja, wollte ich mal ein bisschen aufnehmen jetzt. Ne, ist doch gut. Zack, Dumbo-Modus. Das geht ganz schnell. Da fragt einfach niemand nach und auf einmal ist es da. So wie Tokyo Hotel. So, zack. Bims, bims. Bims, bims. Und das hier. Was ist das für Musik? Ja, wollte schon sagen, das hat sich so ein bisschen nach so Super Nintendo Dragon Ball Spielen angehört. Das ist von Hyper Dimension. Hyper Dimension. Okay. Was man sich überlegen könnte, wäre hier einfach durch den Berg so einen Tunnel zu bauen. Einfach mal so durch. Ich gucke mal, ob der an der anderen Seite auch wirklich rauskommen kann. Ja, das ist schon... Da ist schon ein größeres Bauvorhaben dann. Vonnöten. Ich glaube ja. Und hier so mit... Ja, das braucht schon so seine Zeit. Und dann kommt man ohnehin nur hier so raus, ne? Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Damit kann man sich als normal denkender Mensch eigentlich nicht zufrieden geben. Da müsste man schon ein bisschen mehr fordern. Das geht nicht. Okay. Aber ich mache hier trotzdem mal alles ab. Und nutze mal die Gelegenheit, um von hier auf das Dörfle zu gucken. Oh, ich denke immer mal wieder an den ersten Minecraft-Server von uns da. Damals von Harun den zurück. Der dann irgendwann weg war, weil die... Ich hätte jetzt beinahe ein böses Wort gesagt. Weil die Backups nicht gemacht wurden. Sagen wir es mal so. Ja, aber dann war halt alles weg. Ich habe, das war auch so eine richtig lustige Geschichte da. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Der kam irgendwann mal zu mir an und hat gesagt, Maddie, ist leider was passiert, Server ist gegrieft worden. Ich gesagt, ja. Ist doch nicht schlimm, lädst einfach ein Backup und fertig. Und einfach, es wurde einfach auch nicht mehr auf das Wort Backup eingegangen. Also so gar nicht. Dass man so wirklich wusste, wo der Hase eben im Pfeffer lag. Und dann wusste ich es einfach. Dann war es einfach auch, da war es geritzt. Da habe ich gedacht, ist okay.
Dann eben nicht. Es gibt auch Schlimmeres, als keinen Minecraft-Server zu haben. Und dann gab es ja mehrere hintereinander. Die Euder City war gut. Kneponia ist leider nicht so angelaufen, wie ich es gedacht hätte. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Aber irgendwie habe ich den hinterher auch nicht so, weiß ich nicht, ich hätte den mal besser einbinden sollen. Ein bisschen habe ich ja immer noch das Bedürfnis, so einen Server zu machen, aber ich habe auch gesehen, dass die Streams mit Server jetzt nicht wirklich gut ankamen. Und das ist dann für mich immer so ein kleines K.O.-Kriterium, ehrlich gesagt. So. Ich finde, so wie es da ist, ist es gut. Ich kann das hier mal zuschütten. So wie jeder Mensch es an Freitagabend halt tut. Und dann mache ich hier mal ein bisschen auf. 10 Sekunden nur noch. Die habe ich. Und dann würde ich ja doch mich dafür einsetzen hier. Ja, Leute. Hier will doch bestimmt wieder jemand ein Haus am See haben, oder nicht? Ich glaube schon. Dann mache ich das mal, zeichne ich das mal vor. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Bis dahin. Dann muss ich hier ein bisschen was abreißen. Aber zu jedem guten Bau gehört ein Abrisskommando vorher. Planieren. Das ist wie bei die Siedler. Da musste man das auch immer vorher machen. Okay. So, bis hierhin allerhöchstens. Das heißt, was ich machen könnte... Ich will hier eigentlich eine gerade Straße haben. So, aber ich will, dass das auch ein bisschen ausgefüllt ist hier. Das heißt, hier haben wir einfach nur mal so ein... Ja, zwei, drei nach dahin gehen, theoretisch. So, warte mal. Andere Idee. Ich mach das hier nochmal weg. In der Hoffnung, dass ihr hier gerade überhaupt was sehen könnt. Und wenn nicht, dann... Ach ja. Dann stellt euch einfach vor, ich würde hier was bauen. Ist auch nicht schlecht. Guck mal, wie schön ich bauen kann. Mach mal Augen zu. Ja, siehst du doch. Fein gemacht. Okay. Hier leuchtet's. Ach ja, ich habe Dynamic Lighting noch drin. Eieiei. Das macht es ja auch nur Sinn, dass die ganzen Glowstones auch wirklich rumglowen hier. Okay. 1, 2, 3, 4. Die beiden weg. 1, 2, 3, 4, 5. So. 2 weg reicht ja auch nicht. Machen wir mal so. Dann machen wir es wie das da drüben. Nur ein bisschen kleiner. Ich meine, wenn man schon ein Haus am See hat, dann muss das halt ein bisschen kleiner sein, ne? Ich meine, so rein finanziell ist das ja auch Unsinn, wenn man einfach für Umme so viel Platz kriegen würde. Jetzt reicht mir das hier nicht. Ich glaube, ich mache das noch einen dünner. Also langfristig gesehen würde ich hier, wie gesagt, gerne einen Tunnel haben. Joa, ne? Das ist sowas. Der gefällt mir. Dann das gleiche Spiel wie gerade eben. Oder wie immer. Ja, ich guck mir die nicht mehr. Der baut immer nur das gleiche Haus. Leute, ihr müsst, wenn ihr eine Stadt baut, die muss einfach gleich aussehen. Wir sind hier nicht in Niederlanden. Das muss einfach wie aus einem Guss sein. Du guckst dir die Grundstücke an und dann sagst du, ja, ne, so wir machen... Da verstehe ich uns, Architekten dann, ne? Weißt du, du kommst halt in so ein Neubaugebiet und dann sagst du, boah... Ich heuer jetzt den fetten Architekten an und lass mal richtig eindampfen. Und dann kommt direkt Bauverordnung an. Und der Architekt sagt dann auch, okay, das kostet aber so und so viel. Und was macht er? Er macht einfach alle gleich. Er lässt sich einfach alle Aufträge einzeln bezahlen, aber im Endeffekt macht er nur einen fertig. Das ist aber eigentlich auch cool, weil dann weißt du, wenn bei dir was kaputt ist, ist das vielleicht beim Nachbarn demnächst auch kaputt. Allerdings ist das dann doof, wenn beim Nachbarn was kaputt ist, dann weißt du, oh oh, huiuiui, das könnte ja bald was geben bei mir in der Küche. Das ist dann vorbei. Okay. Ja, man will ja hier auch so eine, man will ja auch hier rausgucken können, ne? So, jetzt mache ich auch mal ein Wagnis. Mädel,
Ich überlege, ob ich das einfach, nachdem ich das mit den Hölzern hier gemacht habe, hier, wie geht das, wie hoch, ob ich hier einfach nur so eine Glasfassade reinmache. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht. Ist doch auch mal nicht schlecht, ne? Wie gesagt, so einen Ausblick kannst du auch einklagen, wenn du Bock hast. Und das ist hier einfach... Das wird dann so in der Zeitschrift steht das drin als Panoramahäuschen. Panoramahäuschen. Ja. Finde ich in Ordnung. Kann man machen. Okay. Das ist alles so ein bisschen gequetscht hier. Aber für dieses Panorama zahlen einige Leute viel Geld. Ich glaube, es reicht, wenn ich... Oh nee, das ist falsch. Das ist der falsche Baustoff. I'm sorry. Liebes Ästhetik-Team. Nehmt mir das nicht krumm. So, ich guck mal von außen, wie das aussieht. Sieht halt anders aus als die anderen, ne? Aber ist, glaube ich, auch mal drin. Wie es hinterher ist, sehen wir dann ja. Dafür muss es aber erstmal komplett fertig sein. Erst dann können wir uns ein Urteil darüber erlauben. So, und hier hätte ich das eigentlich auch gerne so. Damit man einen schönen Blick auf den Fluss hat. Ich meine, wer will das denn nicht? Und die, vor allem hier, so in der Ecke, das ist ganz wichtig. Nee, jetzt nicht so. Wenn ich jetzt noch einen anderen Baustil drauf haben würde, ne, dann könnte ich ja theoretisch das schön machen. Aber, kann ich nicht. Warum ist denn hier, was habe ich denn hier wieder falsch gemacht? Alles falsch gemacht. Und jetzt merkt das erst. Schönes Dilemma hier. Aber, naja. Dann geht das eben so. Wir sind ja flexibel. Ich sag ja. Bevor man das Haus fertig hat, muss man da einfach ganz oft mit dem Presslufthammer ran. Das dauert halt, ne? So ein bisschen Zeit, dann geht das schon drauf. Wenn man da immer nur rumflext den ganzen Tag, dann hast du irgendwann ein Häuschen fertig. Aber erstmal schön die Flex rausholen. Bam, bam, bam. Es kommt der Tag, da will die Säge sägen. 1, 2, 3, 4. Das ist so ein Panoramahäuschen. Ja, und andere Leute kommen auch vorbei, wollen das umreißen. Ist okay. Also, das sind auch so Momente, da darfst du denen das auch nicht krumm nehmen. Das waren so die Nachbarn, die gesagt haben, nee, das ist mir jetzt hier gerade ein bisschen zu hässlich, ehrlich gesagt. Will ich nicht. Aber Panoramahäuschen bedeutet auch, Panorama nur dahin, wo es auch Spaß macht. Das heißt, hier müssen wir zumachen. So. Ist auch mal drin, oder? Ja, dann kann man hier den Eingang machen. Oder hier so schön mittig. Dahin. Habe ich die Tür noch dabei? Nee, ne? Die habe ich gerade einfach irgendwo hingeworfen. Wahrscheinlich wieder die Brücke runter. Das heißt, du hast hier direkt einen richtig guten Blick darauf, wo der Maddie immer seinen Müll hinwirft. Ist auch nicht schlecht, oder was? Es gibt Leute, die zahlen dafür. Bin mir sicher. Einige Leute würden dafür löhnen. So. Bin mal gespannt, wie das hinterher mit Dach aussieht. Ah, ich glaube, das ist vertretbar. Ich glaube, das kann man akzeptieren. Ich muss hier ja sowieso noch ein bisschen ran. Hier müsste ich dann sowieso ein bisschen Blumen machen. Also. Ach ja, da haben wir Erde. Ja, guck mal, wie viel Erde wir haben. Und mein Inventar ist voll, aber Erde haben wir. So. Zack. Gerade keine Einsicht, wie das aussehen würde. Ja, das also wie es aussieht, klärt nachher das Dach. Ansonsten reiße ich einfach den Berg ein und baue den einen halben Meter nach hinten. Ich habe mit solchen Dingen keine Probleme. Da bin ich doch aufgeschlossen. Ich gehe da einfach hin.